Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Und heute gibt es eine ganz spannende Idee. Es gibt nämlich ein Dino-Ei aus Eis mit einer kleinen Dino-Figur drin. Den Dino seht ihr hier schon. Und natürlich auch das Eis drumherum. Und was ihr dafür braucht und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Für dieses Dino-Ei braucht ihr Wasser natürlich, dann einen Luftballon. Am einfachsten geht es mit einem Trichter. Und ihr braucht natürlich kleine Figuren, die ihr einfrieren möchtet. Ich habe hier einmal diese kleine Schildkröte aus dem Ü-Ei und so ein Skelett-Dino. Und ich zeige euch das Ganze einmal mit dem Skelett-Dino. Und den gebe ich jetzt als erstes in den Ballon hinein. So ein kleiner Teil Wasser reicht schon. Ihr seht hier schon den Dino so leicht durchschimmern. Ich knote jetzt den Ballon zu und friere ihn ein. Am besten einfach über Nacht. Wenn dann das Ei komplett gefroren ist, nehme ich meine Schere und schneide alles über einer Schale auf und drücke das Ei aus dem Ballon heraus. Da ist es. Und der Dino ist jetzt eingefroren in das Ei. Und man kann ihn wirklich noch sehr, sehr schön sehen. Also man hat wirklich einen Dino in einem Ei. Es ist auch eine schöne Alternative so als Geschenk, wenn man so eine kleine Figur hat und die einfach spannend verpacken möchte. Man muss jetzt einfach ein paar Stündchen warten oder das Ganze in warmes Wasser legen. Und dann taut der Dino natürlich wieder auf. Ich hoffe natürlich, ihr findet den Dino in seinem Eisei genauso cool wie ich. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch mehr Lust auf spannende Do-It-Yourself-Ideen habt, lasst uns einfach ein Abo da. Dann seht ihr in Zukunft noch ganz viele noch weitere Ideen von uns. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club.